Oderle Bastelzeit. Heute mal wieder mit einem kleinen Bausatz. Und der hat mich besonders interessiert, weil das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Sieht hier so aus. Viel zu sehen ist nicht auf der anderen Seite, aber ja, wir haben zwei LEDs. Wir haben eine Platine in Käferform. Offensichtlich ein paar Widerstände. Und wir haben einen Coin-Cell-Halter. Und naja, das sieht halt relativ ähnlich aus zu einer Platine, die ich vor einiger Zeit mal gebaut habe. So als Lötkit. Und zwar die Haxco-Eule hier. Ja, auch die hat zwei LEDs, ein paar Widerstände, in dem Fall hier Kondensatoren noch mit dabei. Die sehe ich jetzt hier nicht. Also mal gucken, wie sie das dann gelöst haben. Und auch hier Transistoren. Hier sehen wir, ja, hier ist nur einer dabei. Okay, mal gucken. Kurz zur Erklärung, das hier ist eine entsprechende Schaltung, die dafür sorgt, dass abwechselnd immer sich die Kondensatoren laden, entladen. Und dadurch die LEDs, sprich hier die Augen, dann blinken. Wenn ich hier mal das Ganze einstecke, können wir das auch sehen. Normalerweise ist das Ganze auf der Rückseite mit einer Coin-Cell. Ich habe es jetzt hier mit einem USB-Kabel dran gemacht, dann geht das besser. Und dann blinkt es abwechselnd. So, ich gehe davon aus, dass hier dieser Käfer etwas Ähnliches ist. Und ich würde sagen, den gucken wir uns dann einfach mal an, was denn da so passiert und was da dahinter steckt. Bauen wir das einfach mal auf. Gucken wir uns die Sachen an. Wie wir sehen können, es ist keine Anleitung dabei. Also es ist reines Raten, was wir denn hier bekommen. Wir haben auf jeden Fall mal die Platine. Hier steht noch was drauf. DM, wenn ich richtig sehe. DIY More W will I. Okay. Ja. Gut. Auf jeden Fall schön gemacht hier mit dem Vergoldeten auch noch oben drauf. Yay. Ganz tolle. So, sortieren wir mal hier Bauteile. Wir haben die zwei LEDs, wir haben drei Widerstände, wie wir sehen. Einen LDR, einen Transistor wahrscheinlich, das ist ein 2N3904 und den Coin-Cell-Halter hier für die Knopfzelle. So, es müssten zwei 220 Ohm Widerstände, ein 47 Kilo Ohm Widerstand sein. Okay, gut. Und ja, ich glaube, das kriegen wir relativ flott hin. Können wir auch gucken. Ja, doch, alles verständlich. Okay. Würde ich sagen, löten wir das mal zusammen. Was ein bisschen schade ist, der hier, der sitzt am Ende unten drunter hier irgendwie. So rum, man sieht es hier schön, hier ist diese Viereck. Was auch hier dran ist, dann aufgedruckt. Das ist natürlich sehr praktisch. Also die Beschreibung sieht halbwegs okay aus, war für mich jetzt alles direkt zu erfassen. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe jetzt gerade, war, wo der LDR hinkommt. Der dürfte dann wohl hier hinten sitzen. Und ja, das Einzige, was hier ein bisschen nervig ist, wenn der hier hinten drauf ist, kommt man die Lötstellen nicht mehr dran. Das ist schade, das heißt, ein bisschen schwieriger. Na gut, gucken wir mal, ob wir das zusammenbekommen. Von den Bauteilen her ein bisschen aufpassen auf die LDRs, da ist meistens Cadmium drin, das ist nicht ganz so gesund. Ansonsten Standard-Elektrobauteile, man sollte sie halt nicht essen. Gut, schauen wir mal. Wir haben zwei 220er, wenn wir hier drauf gucken, hier sind zwei Stück, die sehen erstmal von den Farbkodierungen identisch aus. Rot, rot, schwarz, hier ist einer, der ist ein bisschen anders, das ist der 47 Kilo Ohm, wobei das mir ein bisschen seltsam gerade aussieht. Achso, ja, okay, das sind vier Band, never mind. Das heißt, da müssen wir ein bisschen gucken, weil die ein bisschen anders aufgebaut sind als das, was man früher benutzt hat, die drei Band. Wir können aber zur Sicherheit natürlich auch nochmal nachmessen. Einfach hier das Multimeter holen, auf Ohm stellen. Dann können wir relativ flott hier sehen, dass das hier wahrscheinlich ein 220 Ohm Widerstand ist. Ja, 218. Das hier ein 218er wahrscheinlich auch oder 220, so um den Dreh. Die sind immer plus minus ein bisschen. Und zuletzt dann der hier, der müsste 47 Kilo Ohm sein. Und ja, 46,8. Also Pi mal Daumen in der richtigen Ecke. Wunderschön. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, die LEDs. Die können wir im Prinzip eigentlich auch messen. Probieren wir es gerade einmal, nur zur Sicherheit. Und weiß ich nicht wie rum, so rum kommt nichts, andersrum, jo. Ich weiß nicht ob man es sieht, da leuchtet es aber auf jeden Fall
Also, ich denke mal, wir können relativ sicher sein, dass das funktioniert. Und die hier, die leuchtet auch. Gut, passt alles. Den Transistor können wir uns gerade noch angucken, was das genau ist. So, Transistor hatte ich gerade nochmal geguckt. Das ist ein NPN, das heißt also, der schaltet irgendwie Ground. Was wir hier auch sehen können oder nicht sehen können, ist es relativ schwierig, die Traces zu sehen. Ich habe die dumpfe Befürchtung, ich muss das alles einmal nachzeichnen, weil sonst sehe ich nicht, wo die Traces hingehen. Yay. Also Foto auf dem PC gemacht, das Ganze ein bisschen heller und dann angefangen, die Traces nachzuzeichnen. Und so viel ist es dann doch nicht. Allerdings ein bisschen unübersichtlich, also einmal rüber in KiCad, da entsprechend die ganzen Bauteile und Traces nochmal nachgezeichnet. Wie gesagt, ist ja überschaubar viel. Dann haben wir einen wunderschönen Schaltplan, mit dem wir schon mal grob sagen können, was das Ding jetzt macht. Und ehrlich gesagt, es ist weniger, als ich vermutet hatte. Ich habe am Anfang ja gesagt, ich hatte eigentlich den Verdacht, dass das Ding abwechselnd blinkt. Ungefähr so wie die Eule hier. Ja, das wird wahrscheinlich nicht sein, weil wenn wir mal rechts gucken, die beiden LEDs haben einen Widerstand jeweils dran und hängen einfach parallel. Das heißt, die können nicht einzeln oder abwechselnd leuchten, sondern immer nur zusammen. Und wann leuchten sie? Naja, gucken wir mal, was links daneben ist. Wenn wir von den LEDs Minus haben wollen, geht das nach unten durch den Widerstand und muss dann durch den Transistor durch in Richtung Ground, links, wo die Batterie ist. Der Transistor schaltet ein, wenn es mehr Plus ist. Also müssen wir darüber bei der Basis, Pin 2, eine positive Spannung anliegen haben. Die kann theoretisch über den R1 kommen, das ist ein 47 Kiloohm Widerstand. Allerdings wird der durch den darunter, die Photodiode, auch wieder nach unten gezogen. Das heißt, ja, wenn die Photodiode leitet, gehen die LEDs aus. Wenn die Photodiode nicht leitet, dann beginnen die LEDs zu leuchten. Also offensichtlich müssen wir da irgendwie Helligkeit hinten am Käfer, wo der LDR sitzt, regeln, um entsprechend dann die LEDs, die vorne sind, in den Augen zu steuern. Fehlt nur noch eins, das Bedrahtete muss aufs Platte, also bauen wir das Ganze mal zusammen. Das Übliche, also durchstecken, löten, abschneiden, ihr kennt den Spaß, ja, werde ich jetzt nicht nochmal komplett von neu erklären. Was wohin kommt, steht auf der Platine als Schaltzeichen drauf. Es geht also, auch wenn es nicht ganz optimal ist. Jetzt muss es nur noch funktionieren, also erster Test gerade mit Labornetzteil. Das ist einfach für den Fall, dass wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ein Bauteil falsch rum drin ist, ein Kurzschluss drauf ist oder ähnliches, der Strom limitiert wird, die Leistung entsprechend limitiert wird und in den meisten Fällen heißt das, dass selbst wenn ein Fehler passiert, es einfach dazu kommt, dass das Ding nicht funktioniert, aber die Bauteile gehen dadurch nicht kaputt. Das heißt, man kann seinen Fehler nochmal korrigieren. Und wie wir sehen, jupp, irgendwas leuchtet, das klingt doch schon mal richtig. So, brauchen wir noch zum richtigen Test eine Knopfzelle. Ich habe mal geguckt, hier haben wir noch eine. Mit etwas Glück ist er auch noch voll. Das heißt, wir messen mal die Spannung und was haben wir? Ja. 60 Millivolt ist eventuell ein bisschen zu wenig. Das ist jetzt doof. Ich habe auch sonst keine, aber glücklicherweise einer aus dem Hackerspace, der hat mir da einen Trick gezeigt. Das heißt, wir brauchen ja eine flache Zelle mit 3 Volt. Nehme hier so eine. Das ist zwar jetzt keine 3 Volt, sondern nur 1,5 Volt. Aber wenn wir die flach machen, dann sind die ganzen Elektronen und so ja näher beieinander. Dann funktioniert das auch. Das heißt, die müssen wir jetzt nur noch flach kriegen. Also nehmen wir uns einmal den Hammer. Und einmal. So. Schauen wir mal, wie das mit dem aussieht. Mit etwas Glück ist da jetzt mehr Strom drin. Und jo, 3 Volt. Das sieht auch gut aus. Wunderschön. Nehmen wir uns das mal. Dann können wir damit, denke ich, jetzt testen. Rein damit. Na doch, jetzt rastet er ein. Und jetzt können wir hier gucken. Jetzt an und wenn wir hinten dran gehen, man sieht eventuell, die Augen werden dunkler und heller, je nachdem. Man könnte jetzt also sagen, wenn man am Hintern rumspielt, leuchten die Augen. Ja, okay. Ich bin immer noch der Meinung, dass meine wunderschöne Blinkeeule da ein bisschen sinnvoller ist, weil die macht ein bisschen mehr als das hier. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass hier viel Licht an ist. Ein bisschen dunkler, aber. Viel tut sich da nicht, merke ich. Können wir eventuell, wenn wir von hinten rein leuchten, irgendwas provozieren? Habe ich hier irgendwas, was Licht macht? Viel.
Ja, nehmen wir gerade einfach das Handy. Ob das was bringt. Oh ja, okay. Wenn wir mit dem Handy hinten hinleuchten, geht's aus. Also, ja, es funktioniert offensichtlich dann doch noch ein bisschen mehr. Aber man muss auf jeden Fall am hellen Platz sitzen, also nichts für Kellerbastler. Und ja, das ist also die Funktion von dem Teil. So, da haben wir also nun unseren schönen Käfer und ja, gut aussehen tut er auf jeden Fall mit diesen vergoldeten Beinchen. Die LEDs sind auch ganz gut. Funktionstechnisch, ich weiß nicht, also ich bin eher ein Freund davon, wenn Dinge irgendwie blinken oder so, aber hier hat man halt Interaktion, man kann selber ein bisschen was steuern. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Hauptsache, irgendwas passiert. Man kann am Ende sehen, dass die Schaltung tatsächlich was macht, dass das, was man selber gebaut hat, dann auch wirklich irgendwas in der Praxis da bewirkt. Und ja, das ist natürlich eine wichtige Motivation für Einsteiger. Aber andererseits, ich meine, ich krieg so einen Bausatz relativ flott hin und ich schätze die meisten von euch auch. Aber wenn man einem Blödansteiger das hier in die Hand drückt, ganz ohne Anleitung, ne? Ich glaube nicht, dass der weiß, was ist ein 47 Kilo-Ohm Widerstand, was ist ein 220 Kilo-Ohm Widerstand. Da hätte ich mir schon irgendwie eine Anleitung gewünscht, wo dann irgendwie drin steht, okay, pass mal auf, du hast da zwei Widerstände, die sehen so und so aus. Das sind folgende Ringe mit diesen Farben drauf, der muss dahin. Prinzipiell traue ich es zwar auch Einsteigern zu, das hier ohne wirkliche externe Hilfe zu bauen. Einfach dadurch, dass die einzigen Bauteile, die man wirklich verwechseln kann, die Widerstände sind. Und naja, von dem einen Sorte haben wir zwei, von dem anderen einen. Von daher kann man dadurch Logisches ausschließen. Dann am Ende schon durchaus sagen, okay, was gehört denn wohin? Eventuell ein bisschen kompliziert noch die LEDs, weil die Markierung, dass da eine Seite abgeflacht sein soll, relativ klein ist. Aber ja, ich glaube durchaus, dass das machbar wäre. Aber wie gesagt, ich hätte es bevorzugt, wenn man da wirklich noch eine Anleitung dabei gemacht hätte. Gerne auch was ausführlicher. Einfach um die Schwelle noch mal ein bisschen zu senken und die Leute auch abzuholen, die jetzt nicht auf die Idee kommen, da per Ausschlusskriterium sich die Bauteile zusammenzusuchen. Am Ende, hey, es funktioniert, es leuchtet, es geht aus, wenn man hinleuchtet. So oder so, Lötbausatz, lässt sich löten, macht irgendwas und ja, ich denke, leuchtende Dinge sind immer gut, also tut offensichtlich, was er soll.